The Ministry of Secondary Education has developed a distance learning platform for students of secondary education in Cameroon. A series of lessons taught by qualified teachers for secondary school students. Under the stewardship of Professor Pauline Nalovalyonga in collaboration with the Ministry of Posts and Telecommunications, CAMTEL, CRTV, and UNESCO, we are introducing distance learning as another teaching and learning method which is different from the traditional classroom setting that you are all used to. In the distance education mode, you are not with the teacher in person, so take your time, relax, listen to the teacher, take down notes and visit the following links for any questions or answers to your questions. Take it in your stride. This is Cameroon's solution to COVID-19 and beyond. Professor Nalovalyonga, Minister of Secondary Education. Liebe Schüler und Schülerinnen der Abschlussklasse, willkommen zu dieser zweiten Stunde. Ich bin immer Frau Njikam, Ihre Tutorin im Rahmen dieser Online-Unterricht. Heute werden wir eine zweite Stunde behandeln. Und diese zweite Stunde beinhaltet, das ist das Leseverstehen. Das ist der Inhalt dieser zweiten Stunde. Das Leseverstehen im Modul 1. Bevor wir mit dieser Stunde anfangen, werden wir zuerst die letzte Stunde wiederholen. Was haben wir letztes Mal gemacht? Letztes Mal haben wir das Programm der Abschlussklasse vorgestellt. Wir haben auch die Ziele und die erwarteten Kompetenzen der Abschlussklasse hier dargestellt. Und am Ende haben wir die Vorkenntnisse dargestellt. Jetzt werden wir also die Hausaufgabe besprechen. Es gab letztes Mal eine Hausaufgabe und diese Hausaufgabe besteht darin, den Text zu vervollständigen. Und hier ist also die Lösung. Ich präsentiere jetzt die Lösung. Damals waren die Frauen nicht als menschliche Wesen betrachtet. Sie hatten ihren Platz in der Kirche und in der Küche. Heutzutage besuchen sie Schulen und Berufsschulen. Sie sind sogar Konkurrenten der Männer im Berufsleben. Hier ist die Lösung der Hausaufgabe. Ich glaube, Sie haben die Hausaufgabe zu Hause richtig gemacht. Jetzt zum Modul 1. Modul 1 betitelt Familienleben. Was ist die erwartete Kompetenz dieses Moduls? Am Ende dieses Moduls können die Schüler die Rolle der Frauen in der Familie darstellen, die Stelle der Frauen in unseren Traditionen analysieren und die Witwerschaft Riten in ihrem Wohnort beschreiben. Das ist die erwartete Kompetenz. Und jetzt zum Familienleben. Das Modul 1 betitelt Familienleben hat zwei Lernsituationen. Die erste Lernsituation ist Frauen in der Gesellschaft. Die zweite Lernsituation ist die Witwerschaft Riten. Jetzt werden wir das Modul 1 wirklich vorstellen und die Zahl der Vorführungen hier darstellen. Unterthemen. Wir haben Hören, Lesen, Sprechen und was die Lektionen angeht, werden wir also die Testbearbeitung
Die Zahl der Vorführungen von der Testbearbeitung ist 2. Zweitens haben wir den Workshop mit 2 Vorführungen. Und drittens Strukturen. Es geht hier um die grammatische Strukturen. Und die Zahl der Vorführungen bei der Grammatik ist 2. Und bei der Konjugation haben wir 2 Vorführungen. Und zweites Unterthema ist Hören, Sprechen und Schreiben. Hier werden wir Texte produzieren. Das ist eine produktive Arbeit. Wir haben am Anfang von verschiedenen Texttypen hier gesprochen. Sie werden also Texte, argumentative Texte, narrative Texte hier produzieren. Und die Zahl der Vorführungen hier ist 1. Wir werden also Integrationsaufgaben, natürlich mit der Übersetzung und dem schriftlichen Ausdruck. Jetzt die Lernsituation Nummer 1. Frauen in der Familie. Was ist das Ziel dieser Lernsituation? Die Schüler können die Übungen über die Situation der Frauen in der Familie diskutieren. Das ist also das Ziel dieser Lernsituation. Und hier jetzt ist der Unterrichtsverlauf. Das ist das Leseverstehen. Bei dem Leseverstehen haben wir diese Teile. Erstens der Einstieg, zweitens Globalverständnis, den Wortschatz und am Ende werden wir Fragen zum Test beantworten. Das ist also. Und was ist also das Lernziel des Leseverstehens? Die Kursteilnehmer können einen Test Leseverstehen zusammenfassen und Fragen dazu beantworten. Das heißt, am Ende des Leseverstehens können Sie also einen Test Leseverstehen, einen Test zusammenfassen und Sie sollen auch in der Lage sein, Fragen zu diesem Test beantworten. Um diesen Teil zu behandeln, brauchen wir einige Vorkenntnisse. Vorkenntnisse, wir haben also Wortfeld, Familie, Lesestrategien und Übungstypologien zum Leseverstehen. Jetzt fangen wir direkt mit dem Einstieg ein. Bitte, liebe Schüler, beobachten Sie das Bild. Und was sehen Sie auf diesem Bild? Sagen Sie genau, was Sie sehen. Sie haben eine Minute Zeit, um das Bild zu beobachten. Was sehen Sie auf diesem Bild? Ja, ich sehe Frauen, ich sehe Kinder, ich sehe das Feuer, ich sehe Hähnchen und so weiter. Und was machen sie? Ich glaube, diese Frauen sind dabei zu kochen. Okay. Und was ist also? Das ist der Lösungsvorschlag. Bei dem Einstieg haben wir 3 afrikanische Frauen und Kinder, die in der traditionellen Küche sind. Was machen sie? Frauen kochen Hähnchen und die Kinder schauen zu. Jetzt ist der Test. Wir werden jetzt den Test behandeln. Wir fangen mit der Lektüre des Testes an. Test: Eine Frau in Bangladesch. Emanzipation muss man lernen. Die 25-jährige Mohsamad Ufia Akteur wohnt im Dorf Kosavanga. Sie ist seit ihrem 11. Lebensjahr mit dem neuen Jahreseltern Abdul Latif verheiratet, den ihre Eltern für sie gewählt haben. Als Mitgift
gaben sie dem landlosen Abdul ein Fleckchen im Dorf und ein Heim für die neue Familie zu bauen. Zusammen mit ihrem Mann bauen sie Mais und Tabak auf einem Stück Land an, das die beiden von einem anderen Dorfbewohner für 195 Euro im Jahr mieten. Das Ehepaar lebt von den Ersparnissen der Erntezeit. Dann arbeiten Mohammed und ihr Mann auch für andere Bauern. Er verdient 1,50 Euro pro Tag. Sie 70 Cent für dieselbe Arbeit. Ihm gefällt die ungleiche Bezahlung auch nicht, sagt Frau Akter. Aber er kann nichts dagegen tun. Nachdem sie das Geld für die Miete wegnehmen, bleibt hier nur 175 Euro im Jahr zum Leben. Seit 2009 ist Mohammed Mitglied der arbeitenden Frauen, eine Frauengruppe, wo die Frauen lernen, ihre Rechte respektieren zu lassen. Diese Frauenbewegung kämpft auch gegen Kinderheirat und Kinderarbeit. Mohammed und Hirma haben zwei Töchter, Rosina 12 und Latifa 6. Ihre beiden Töchter gehen in die Schule im Nachbardorf, wo sie 6 Tage die Woche Bengalisch, Englisch, Physik und Mathematik lernen. Das ist wichtig für die Entwicklung im Land. Bildung ist für alle Kinder, vor allem Mädchen in Bangladesch, bis 12. Klasse kostenlos. Mohammed war selbst mit 12 Jahren schon verheiratet. Ob sie daran denkt, Rosina auch bald zu verheiraten? Nein, sagt sie. Rosina soll erst die Schule beenden. Ich bin bereit, die 70 Cent pro Monat für die Schule zu bezahlen. Auch wenn das teuer ist, ihr Mann stimmt zu. Der Test ist aus die Zeit online. Liebe Schüler, ich glaube, Sie haben den Test wirklich gelesen. Und jetzt Fragen zum Globalverständnis. Lesen Sie den Test still und beantworten Sie diese Fragen. Sie haben 10 Minuten Zeit, um den Test still zu lesen und die Fragen zum Test zu beantworten. Erste Frage ist, worum geht es in diesem Test? Zweite Frage, was für ein Test ist das? Sie lesen den Test und dann beantworten wir die Fragen. Hier ist also der Lösungsvorschlag. In diesem Test geht es um eine verheiratete Frau in Bangladesch. Das ist die erste Lösung. Zweitens, was für ein Test ist das? Das ist ein Excel-Test. Der Test erzählt über eine Frau, beziehungsweise das Leben eines Ehepaars in Bangladesch. Das ist ein Excel-Test. Yes, zum Wortschatz. Aufgabe Nummer 2. Sie lesen also den Test noch einmal und Sie unterstreichen die neuen Wörter im Test.
Sie haben eine Minute, Sie lesen den Test, nicht tiefer, Sie lesen den Test und dann unterstreichen Sie die neuen Wörter. Was ist für Sie neu? Okay. Hier sind einige Wörter: verheiratet, Mitgift, bauen, Stück Land, mieten, Ehepaar, Ersparnisse, Ente, Kinderheirat und am Ende Entwicklung. Wir werden also versuchen, diese Wörter zu erklären. Hier ist die Lösung. Um ein Wort zu erklären, kann man also Antonyme, Synonyme benutzen oder Ableitungen benutzen. Erstes Wort, das ist verheiratet. Was bedeutet verheiratet? Verheiratet, das Gegenteil ist ledig oder single. Das heißt, derjenige, der nicht verheiratet ist, ist single. Das heißt, er oder der Mann hat keine Frau, er ist single. Was bedeutet Mitgift? Mitgift, das ist Geschenke, die der Mann von der Frau oder die Frau von dem Mann bei der Heirat bekommt. Das heißt, um eine Frau zu heiraten, sollen sie etwas geben und das nennt man Mitgift. Bauer. Was ist Bauer? Das ist hier ein Verb. Ein Haus bauen zum Beispiel. Sie haben kein Haus und sie können ein Haus für sie bauen und für ihre Familie. Ein Stück Land. Ein Stück Land ist ein Synonym von Stück Land hier ist das Feld. Mieten. Was bedeutet Mieten? Mieten vergleicht der Miete. Ein Haus mieten. Das bedeutet, Sie haben kein eigenes Haus und Sie mieten ein Haus. Das bedeutet, am Ende jedes Monats sollen Sie etwas geben. Das Geld. Das Ehepaar. Was ist das Ehepaar? Das ist der Mann, der Ehemann und die Ehefrau. Der Mann und die Frau, die verheiratet sind, das ist das Ehepaar. Und Ersparnisse, was bedeutet Ersparnisse? Geld, das man spart. Vergleich sparen. Die Entezeit, das ist die Zeitspanne oder die Periode, in der man ernten kann. Wenn Sie zum Beispiel zum Feld arbeiten, können Sie am Ende ernten. Das ist die Entezeit. Kinderheirat. Das ist natürlich die Heirat der Kinder. Das heißt, die Heirat derjenigen, die noch minderjährig sind. Und Entwicklung vergleicht entwickeln. Wir haben also Entwicklungsland und entwickelte Länder. Yes, ich glaube, Sie haben also die Wörter gut verstanden. Wir können also die Fragen zum Test beantworten. Die erste Übungstypologie zum Testverständnis hier ist richtig oder falsch. Und bitte Zeile im Test bitte angeben. Erste Frage. Mossamat und vier Akteure wohnen auf dem Land. Ist das richtig oder falsch? Sie sollen also im Test beweisen. Die Familie hat kein Stück Land. Das Ehepaar verdient sehr wenig Geld. Mossamat gehört zu einer Emanzipationsbewegung. Hier sind die Fragen zum Test. Überlegen Sie noch einmal. Und hier ist die Lösung. Fragen zum Test.
Frage Nummer 1, richtig. Zeile im Test, Zeile 1. Zeile 1. Frage Nummer 2, das ist falsch. Zeile Nummer 2, das ist im Test. Frage Nummer 3 ist richtig. Zeile 5 bis 7. Und Frage Nummer 4, das ist falsch. Und Zeile 8 bis 9. Hier ist die Lösung. Und Übung, Typologie Nummer 2, wie steht es im Test? Sie sollen hier die entsprechenden Teststellen abschreiben. 1. Mosamat ist eine emanzipierte Frau. Die Regierung vereinfacht das Schulleben der Mädchen besonders. 3. Mosamat heiratete sich sehr früh. Und 4. Das ist ein Bauer-Ehepaar. Wo steht es im Test? Hier ist die Lösung. Seit Lösung Nummer 1. Seit 2009 ist Mosamat Mitglied der arbeitenden Frau, eine Frauengruppe, wo die Frauen lernen, ihre Rechte respektieren zu lassen. Nummer zwei, Bildung ist für alle Kinder, für alle Mädchen in Bangladesch bis 12. Klasse kostenlos. Das ist die Lösung Nummer 2. Lösung Nummer 3. Sie ist seit ihrem 11. Lebensjahr mit dem 9 Jahre älteren Abdul-Latif verheiratet, den ihre Eltern für sie gewählt haben. Und 4. Die allerletzte Frage. Das Ehepaar lebt von den Ersparnissen der Enteisen. Das ist also die Lösung der Übung Nummer 2. Und jetzt, was haben wir? Wir sind ja zum Schluss. Was haben wir heute gelernt? Was haben wir heute gemacht? Heute haben wir das Modul 1 eingeführt. Wir haben die Lernsituation des Modul 1 heute eingeführt. Das war die Frauen in der Familie. Wir haben also einen Test hier gelesen, um Fragen zu diesem Test beantworten. Das war also das Wichtigste für den heutigen Unterricht. Nächster Termin werden wir eine grammatische Struktur behandeln. Okay, es gibt also Hausaufgaben. Übung 1, das ist Hausaufgabe Nummer 1. Erzählen Sie von Mosamat Lebens in Stichworten. Im Klammer haben Sie Name, Land, Familienstand, Kinder und Aktivitäten. Das heißt, Sie erzählen von Mosamat Leben, indem Sie nur einem Wort, indem Sie nur ein Wort benutzen.
Name, was ist der Name zum Beispiel? Sie heißt Mohammed. Familienstand, verheiratet oder ledig? Kinder, wie viele Kinder hat Mohammed? Und Aktivitäten, was ist Mohammed von Beruf? Das ist die Hausaufgabe Nummer 1. Hausaufgabe Nummer 2. Wie finden Sie die Frau in diesem Test? Ist sie modern? Warum? Sie haben den Test gut gelesen. Ist Mohammed modern? Rechtfertigen Sie Ihre Antwort. Warum sagen Sie, dass sie modern oder nicht modern ist? Und jetzt, ausgehend von Leben von Mohammed, sollen Sie also von Ihrer eigenen Mutter erzählen. Erzählen Sie von Ihrer eigenen Mutter immer in Stichwörter. Das heißt, Sie benutzen nur wichtige Wörter, um von Ihrer Mutter zu erzählen. Um weiter zu lernen, können Sie diese Bibliografie benutzen. Ich glaube, wir sind fast am Ende unseres heutigen Unterrichts. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen, liebe Schüler. Una tege si ma tege yop, una tege minga ma tege nyum, una tege majang ma tege ndom, mane tambia niña ne injubia yen, ngani bana ma tege mot, ngani la kiri wa tege ndong, esokina biya dinkido, mane tambia niña.